Heute stellen wir wieder einen Stadtteil vor. Ich bin in Aiken und von Aiken sagt man immer so, das ist der bunte, der kreative, der hippe Stadtteil. Ob das wirklich so ist, das werde ich mir heute mal anschauen und ich habe mal wieder eine Fachfrau an meiner Seite, die mir diesen Stadtteil ein bisschen genauer zeigen wird. Und diese Fachfrau ist heute Monika Hintjes. Sie lebt selbst hier im Stadtteil und ist außerdem Vorsitzende der Initiative Gründerzeitviertel. Ein Verein, der sich für das sogenannte Gründerzeitviertel rund um den Schillerplatz in Aiken stark macht. In diese Stadtteilecke geht's später auch noch. Wir starten unsere Tour aber am Aretsplätzchen. Hier beginnt die Aikener Fußgängerzone. Für unsere Entdeckungsreise stärken Monika und ich uns erst einmal bei Konstanze. Seit rund 4 Jahren betreibt sie die Traumfabrik. Das Besondere an diesem kleinen, süßen Café? Konstanze versorgt die Besucher nicht nur mit selbstgebackenen Nussecken oder Dinkelbrötchen, sondern zusätzlich verwöhnt die gelernte Kosmetikerin ihre Kunden mit allerlei Wellnessangeboten. Die 50-Jährige hat sich damit einen Traum erfüllt. Wie ist das jetzt als Selbstständige hier, dieses Café, du hast seit dem 4. Jahr jetzt, das Ganze hier am Laufen zu halten, ja auch in Aiken? Anstrengend. Macht unheimlich viel Spaß nach wie vor, ne? Sonst würde man es wahrscheinlich halt nicht tun. Solche Dinge, die so ein bisschen spezieller sind, sowas gibt es hier nicht so viel in Mönchengladbach, ne? Und es gibt aber immer so ein paar kreative Leute, die versuchen, ein bisschen was anderes zu machen und die Stadt zu bereichern. Genau das ist es, was auch ich auf meiner Tour durch die Aikener Fußgängerzone feststelle. Es ist ein sehr bunter Stadtteil, in dem viele ganz verschiedene Menschen miteinander leben. Eine große Vielfalt. Und was auffällt, hier sind viele Bürger, die sich engagieren, die etwas bewegen wollen. Zum Beispiel Ulrike und Bernd Müller. Die beiden betreiben den Laden Spiele und mehr. Und sie sind Mitglieder im Verein In Aikener Sache. Der Verein organisiert zum Beispiel ein Herbst- oder ein Weihnachtsfest. Warum setzt ihr euch so ein hier für Aiken, für die Fußgängerzone? Ja, wir sind 2014 hier hingezogen und haben schnell gemerkt, hier kann man doch noch was machen. Wir haben so viel Leerstand hier gehabt. Mittlerweile geht es langsam wieder ein bisschen aufwärts. Wir haben also gemerkt, dass immer mehr Zuschauer hier hinkommen, immer mehr Leute hier hinkommen, wenn wir was veranstalten. Was gefällt euch denn so an Aiken? Warum ist das jetzt so ein toller Stadtteil hier in Mönchengladbach? Ja, die Fußgängerzone ist total schön. Die Menschen hier sind total offen und nett. Also nirgendwo anders mehr wohnen? Nee, eigentlich nicht. Ich nicht. Ich auch nicht, nein. Also wir werden ihr müsst das ja auch zusammen machen als Paar, ne? Wir werden es auch nicht trennen, deswegen. Ja, man kann auch sagen, Aiken verbindet. Hier leben viele kreative Köpfe, die eigene Ideen umsetzen. Und auch Menschen, die schon seit über 40 Jahren hier zu Hause sind. Verschiedene Charaktere treffen aufeinander. Aber eine Sache eint sie alle. Jeder fühlt sich in diesem Stadtteil pudelwohl. Schöne Gaststätten, man kann gut essen in Aiken. Es gibt Musik. Ich habe zum Beispiel beobachtet, dass hier abends Kinder spielen, weil es eben auch nicht befahren ist, diese Straße. Das finde ich ganz toll. Du bist aus Texas nach Aiken gekommen. Warum das? Ja, ich komme hier jedes Mal hin, weil ich mich hier richtig wie zu Hause fühle. Und was ich gut finde, ist es eben nicht die heile Welt hier. Du bist schon in Bahnhofsnähe, das merkt man auch. Das bringt auch alle Probleme mit sich, die man so hat in der Nähe vom Bahnhof. Es ist keine heile Welt und das gefällt mir schon an der ganzen Geschichte. So, Aiken zieht auch wirklich die Besucher an, zum Beispiel heute den Tom. Tom, hallo. Tom, was verschlägt dich denn jetzt hier heute nach Aiken? Ehrlich gesagt, die Arbeit. Aber dir gefällt es auch hier sonst ziemlich gut, oder? Das ist einer der schönsten Stadtteile von Mönchengladbach tatsächlich. Ich meine, guck dich um, renovierte, schöne alte Häuser, eine tolle Firma, meine. In der Mitte ein toller Marktplatz mit dem Ursymbol von Mönchengladbach mit dem Fußball. The place to be. Tom ist übrigens Ostfriese und wohnt in Neuss. Und er ist augenscheinlich Aiken-Fan. Für Monika und mich geht's jetzt raus aus der Fußgängerzone und quasi rein in die nächste Entdeckung. Das ist die sogenannte Alte Tanke an der Ecke Sittertstraße-Kaiserstraße. Auch ein Beispiel für ehrenamtliches Engagement. Vorher war das Ganze hier ein zugemüllter Platz. Die Anwohner haben dann Schippe und Besen in die Hand genommen und daraus einen Aufenthaltsort gezaubert. Langsam peu à peu entwickelte sich aus einem Müllplatz ein Platz für die Leute. Das Ganze nennt sich jetzt hier die Alte Tanke. Ja, die Alte Tanke. Dieser Name hat sich so entwickelt. Da ist auch ganz viel darüber diskutiert worden, wie der heißen soll. Aber mittlerweile sagen das, glaube ich, alle dazu. Ich persönlich finde es sehr nett, weil hier war früher mal eine Tankstelle, ganz, ganz früher.
Gut, da wurde dann halt eben Benzin gezapft. Aber heute soll es eine Tankstelle sein für die Nachbarschaft. Die Anwohner können hier quasi auftanken oder auch in gemütlicher Runde das ein oder andere Bierchen tanken. Gemütliche Runde, das ist ein gutes Stichwort. Denn jetzt bringt mich meine Stadtführerin zum Schillerplatz. Im Van Doren treffen sich gerade ein paar Mitglieder der Initiative Gründerzeitviertel. Im Moment besprechen sie die letzten Details für den Trödelmarkt im September. 2009 hat sich der Verein gegründet. Damals noch 7 Mitglieder, heute sind es 263. Die Initiative hat sich zur Aufgabe gemacht, das Viertel hier zu beleben, das Miteinander zu stärken. Dieser Verein ist eigentlich als Schnapsidee an der Theke vom Sorbas gegenüber entstanden. Also Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Die Leute stehen da an der Theke, politisieren in der Gegend herum und so weiter und so fort. Und im Zuge dessen haben ein paar findige Menschen überlegt, warum sollen wir immer hier stehen bei einem Bier und reden und schimpfen? Man kann ja auch mal aktiv werden. Und damit hat das eigentlich angefangen. Ein großes Projekt war zum Beispiel der Schillerplatz. Die Initiative hat lange dafür gekämpft, dass der beliebte Treffpunkt umgebaut wird. Bevor meine Tour hier im bunten Eiken leider zu Ende geht, will ich aber noch von den Vereinsmitgliedern wissen, was den Stadtteil für sie so besonders macht. Ja, ich bin vor 5 Jahren hier hingezogen, aus einer ganz anderen Lebensphase. Bewusst, weil ich wusste, dass hier nette Menschen leben, dass ich hier gut aufgefangen werde und dass ich hier Kneipen habe, wo ich einfach alleine hingehen kann mit meinem Hund. Schöne alte Bebauung, natürlich auch zum Teil neuere Häuser dazwischen. Ob einer viel Geld hat, wenig Geld hat, was er sonst in so Stadtvierteln sich immer so ein bisschen separiert, die einen da, die anderen da, vermischt sich hier eigentlich ganz gut. Und das ist so der Reiz, der das Ganze ausmacht irgendwie. Das war der Stadtteil Eiken, ein sehr belebter Stadtteil, in dem sehr viel passiert, sehr viel bürgerliches Engagement stattfindet. Und jetzt letzte Frage, Monika, was wünschst du dir für den Stadtteil? Wie soll es hier weitergehen? Was ist zum Beispiel hier in 5 Jahren? In 5 Jahren wünsche ich mir noch viel mehr Kommunikation, auch über soziale Grenzen hinweg, also angstfreien Raum und eben auch viel Aufmerksamkeit für meine Umgebung, in der ich lebe, dass ich sie auch erhalte. Ja, ein schöneres Schlusswort gibt's nicht. Das war Eiken und wir sehen uns wieder im nächsten Stadtteil.